So, wir haben ja jetzt das Problem, jetzt läuft das ein bisschen an und wir haben hier auch Probleme gehabt mit korrupten Anwaltsbüros. Die letzten, die uns über ein Jahr beschäftigt haben und in den Anwaltsbüros wurden wir auch begast. Beispielsweise, wo der Herr Dorf war, ne? Wie heißt der? Dorf oder Dorf? Dorf, ne? Aber OO, glaube ich, ne? Nee. Ist egal, jedenfalls. Ach so, Dorf mit Doppel-F. So, und jedenfalls hat er vielleicht auch ein paar E-Mail, Entschuldigung, ich habe einen ganz trockenen Mund. Ich kann mich auch wieder hinsetzen, mir geht es schon wieder ein bisschen besser. Der hat dann auch per E-Mail hat er uns geschrieben, er weiß, wie mein Vater heißt. Glatte Lüge. Natürlich weiß er das nicht. Natürlich sagen die Socken das nicht. So, und in diesen Anwaltsbüros wurden wir auf dem Flur. Wurden uns Kleidung hingehängt, wo wir schön was eingeatmet haben. Und bei Herrn Hermann haben wir eine stabile Versicherung abgeben müssen, zwei Stück, ne, Navi? So, und da wissen wir nicht mehr, was ist und um was es ging. Und wir haben keine Abschriften bekommen. Und auch da haben wir dann eine Kleidung was eingeatmet. Und die haben es für uns ausgefüllt. Ne? Und wir mussten das unterschreiben. Sie haben uns gezwungen, dass wir es unterschreiben. Und da denke ich, das ist Hypnose gewesen. Aber Hypnose, wir sollten es im Bewussten unterschreiben. Sie haben uns erzählt, Sie brauchten das, wir sollten, ich weiß das nicht mehr, dass wir Arbeitslosengeld kriegen, ne, glaube ich. Oder irgend sowas. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ist egal, aber das wird eine Lüge gewesen sein, das wird was anderes gewesen sein. Und so haben wir auch mit anderen Anwaltsbüros zu tun gehabt. So. Und nun ist es ja so, die Justiz arbeitet für uns hier. Das wissen wir jetzt. Gut. Ja, das ist. Leider wird sie uns nicht mehr mögen. Leider wird sie sowieso denken, der ganze, dank Gott ist das ein schlimmer Hund. Weil der auch hier sicherheitsdienstlich das anhören. Ich möchte das nochmal genau sagen, weil sie auch eine andere Sprache sprechen. Es ist so, man kann mich nicht begreifen. Das ist nicht möglich. Nur dadurch konnte ich dem KGB, jetzt FSB und Stasi überhaupt jetzt noch Paroli bieten. Also man kann mich geistig nicht erfassen. So wollen wir es lassen, so wollen wir nicht reden. Es gibt keine Kuh für mich oder so. Das wurde nie festgestellt, weil natürlich kann ich es nicht feststellen und so. Und ich bilde mir darauf auch nichts ein. Das ist was Schönes und ich freue mich, dass ich das konnte und bin sehr glücklich, dass ich auserwählt war, dass ich diese Leistung bringen konnte, die ich heute garantiert nicht mehr bringe, weil mein Hirn auch geschädigt ist und die Nerven geschädigt sind und so. Also bitte ich Sie, mir nicht in eine Schublade zu schieben oder mich begreifen zu wollen. Ich bitte Sie wirklich darum, zu verstehen, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, was auf unserem Land passiert ist und so weiter und so fort und davon auszugehen. Also wenn Sie das andere versuchen, dann das ist immer ein Irrtum und jedem sollte klar sein, wenn man überall erzählt, dass man da das und das gesehen hat und dass man Probleme mit der Stasi hat und so weiter und so fort. Und die haben uns ja alles genommen und haben uns ja alles getäuscht, obwohl wir jetzt wenigstens ein bisschen Landnachweis haben. Ne? Also wir können auch wenigstens nachweisen, dass wir 170.000 Quadratmeter haben. Ne? Was ja nun gar, auch ein bisschen was ist. Ne? Und die Dings ja, ne? Diese ganze 1 zu 4.000, diese Kabel. Also das haben wir übrigens auch gekauft, das ist eigentlich auch unser. Ne? Also das ist als Omas Land besetzt, habe ich das damals gekriegt. 1999, glaube ich, das ist ja auch mit Unterschrift alles. Also das können wir jetzt nachweisen und dann ein paar Mahnungen und wenn Sie sich das mal angucken, das können wir dann wenigstens nachweisen. Aber sonst wirken wir natürlich total unglaubwürdig und die haben uns ja ein Denken am anderen reingehört. Und wer hier noch alles so mitgemacht hat, das wissen wir nicht, aber jetzt kommt wieder vom Thema ab. So, wir suchen ein Anwaltsbüro. Wir werden auf jeden Fall, werden wir eins gründen oder wir würden sie gerne übernehmen. Das heißt, sie bleiben so, wie sie sind. Sie arbeiten für ihre Kundschaft, für alte Stammkundschaft und so weiter können sie und so weiter und so fort. Es läuft bei ihnen vielleicht nicht so, weil es wäre sehr schön, wenn sie ein sehr anständiges und ehrliches Anwaltsbüro sind, weil das ist bei uns so deutlich und so habe ich alles und so. Und ich möchte das auch, dass es nach dem gerecht nach dem Gesetz geht. Also wir wollen da keine Vorzüge, keine Winkeltricks oder so. Es wäre sehr schön, wenn Sie ein ehrliches Anwaltsbüro sind. Es wäre auch sehr schön, wenn Sie ein alteingesessenes und schon sehr altes Anwaltsbüro sind. Würden wir uns auch freuen. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir Sie dann übernehmen dürfen. Das heißt, Sie bleiben selbstständig, Sie behalten Ihren Namen, Sie gehören eben nur einfach zu uns. Und Sie werden dann hauptsächlich für uns arbeiten, für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Frankfurter Kinder und so weiter und so fort.
So, und dann, wenn es dann näher anläuft und so, weiß ich noch nicht, das müssen Sie dann entscheiden. Sie sind die Spezialisten, ob sich dann vergrößern, ob Sie dann ein paar Anwälte zunehmen, ein paar junge Anwälte und so. Ne? Also auch Frauen können sich mehr, das ist uns total egal, ob sie Anwältin sind oder Anwalt. Das ist mir grundsätzlich total egal, Herr Mathe. Sie, es ist auch egal, welche Spezialisierungsrichtung Sie haben. Es wäre schön, wenn Sie näher ein bisschen ins Allgemeine übergehen und auch ein bisschen mehr, gerade Immobilien. Wir haben so viele Immobilien, das kann man sich nicht vorstellen, aber wir haben auch Medizin viel und so, dass Sie dann dafür ein bisschen mitmachen. Aber im Moment ist uns auch egal, welche Spezialisierungsrichtung Sie haben, weil wir haben wirklich überall was. Ne? Wir haben wirklich überall was und überall sehr, sehr reichlich was. Und wenn Sie das auf unsere Homepage legen, werden Sie denken, oh, Schreck. Und dann werden Sie auch sagen, oh, Schreck, er hat schon alles erzählt. Nein, nein, das ist gar nicht so. Erstmal sehen wir noch gar nicht durch. Erstmal sind da sehr, sehr viele Lügen. Und zweitens ist das auch so, dass wir noch gar nicht alles wissen. Dass wir, wenn wir jetzt erst, wenn die Behörden erst so richtig mit uns zusammenarbeiten, wir die ersten Antworten haben, dann wird uns schon noch manchmal so unter Kiefer runterklappen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir erstmal merken, wie wir auch da wieder die Unwahrheit wieder gesagt haben und da wieder die Unwahrheit. Aber die Wahrheit ist das mit unseren Kindern, dass uns die weggenommen haben. Die Wahrheit ist mit meiner Frau mit der Operation. Die Wahrheit ist, was wir sind mit den Patenten, was wir geleistet haben und so weiter. Das ist unwahrscheinlich. Das suchen wir auch immer noch. Aber wir haben erstmal gesagt, dass es wichtiger für die Welt ist, was auf dem Land ist und so weiter. Darauf haben wir uns konzentriert. Und jetzt haben wir uns natürlich hierauf konzentriert. Jetzt müssen wir erstmal um unsere Wohnung kämpfen. Und Schwerin ist wieder fein raus, also Mecklenburg-Vorpommern. Aber es wäre sehr schön, wenn Sie für uns tätig wären. Das ist so, ja, wir haben leider die Geheimdienste auf dem Hals vom Ostblock, aber ja, das ist eben so. Und man wird Ihnen sicherlich nichts tun und man wird auch vorsichtig sein, weil Sie wären ja dumm. Sie haben ja mit uns nicht direkt was zu tun. Und ja, es wäre schön, wenn wir da sowas finden, oder? Ja, stimmt. Wenn Sie meinetwegen auch erst sagen, wir wollen vielleicht noch nicht ganz, aber es wäre schön, also das würde meine Frau machen wollen. Würde meine Frau denn mitmachen. Dass er mit übernimmt und so und mit eingliedert in ihren Betrieb und so weiter und so fort. Weil, ja, sie hat wohl länger in Deutschland gelebt als ich. Ich war wohl doch mehr in Russland und kenne die Gesetze doch ein bisschen besser und so. Und ich scheine mich da gar nicht auszukennen. Das ist ganz, ganz schlimm bei mir und ich wundere mich darüber. So, ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn sich da ein Anwaltsbüro melden würde oder so. Wie groß sie sind, ist mir egal, aber wie gesagt, die haben wir im Nacken und andererseits kann man wirklich schönes Geld verdienen. Man kann mit uns über alles reden und also das kann ich garantieren. Keiner wird von ihnen entlassen. Also da brauchen Sie sich nun gar keine Sorgen machen. Sie sind da in Arbeit und im Brot. Bis Sie selbst sagen, Sie machen Feierabend, weil Anwaltsbüro haben wir gar nicht gehabt. Wir dachten, wir brauchen keins. Wir dachten, wir kriegen das alles gut im Griff. Aber da hat man uns auch vorgetäuscht. Also Sie sind dann das Erste. Und ich weiß nicht, es reicht, wird wohl als das Einzige bleiben, weil also eins wird ja wohl reichen. Also höchstens, dass Sie sich dann noch verstärken mit Anwälten und so, dass Sie noch ein bisschen größer werden und so. Aber ich weiß auch nicht, und ich weiß auch noch nicht, wo wir uns niederlassen, ob wir uns dann da auch noch eins zulegen. Aber das hat ja dann auch nichts mit dem Recht in Deutschland zu tun. Und ja, sie haben bei uns genug zu tun. Und ja, wenn uns auch was passiert und so, dann eben mit unseren Kindern oder auch mit unseren Frankfurter Kindern und so. Und dann bitte ich auch darum, dass sie es weitermachen, weil wir haben genug Vermögen und wir können sie selbstverständlich später weiter bezahlen. Und im Moment geht es leider nicht, weil wir haben ganz, ganz wenig. Aber sie verdienen ja auch im Moment selbst Geld, aber dass wir das denn schon einleiten und das auch machen würden, wir würden uns sehr freuen und wir würden uns freuen, also da möchten wir uns auch ein bisschen absichern. Es sollte doch ein westdeutsches, alteingesessenes Anwaltsbüro sein. Oder auch ein junges, also sie sind da, ich sag mal so eine Clique, ich weiß nicht mehr, wie man das heute nennt, so ein paar spurtige Anwälte, meinetwegen weiblich und männlich und die dann sagen, okay, das übernehmen wir, da fangen wir an und da verdienen wir unsere Sporen. Auch da haben wir nichts dagegen, weil vieles ist sehr, sehr eindeutig eigentlich. Und sie tricksen, sie handeln, sie tun so, als wenn sie irgendwas machen und als wenn sie irgendwas unternehmen. Und ja, wir hatten in Rostock nur Stasi-Richter. Und die von Schwerin, die kann ich ja nicht alle kennen, weil das war ein anderer Bezirk, Schwerin. Oder von Neubrandenburg, die kann ich nicht alle kennen. Das war ja auch ein Bezirk Neubrandenburg in der DDR. Die hatten ja auch eine eigene Bezirksverwaltung. Da war ich natürlich nicht Posten und Blödmann und Wachhabender.
und so weiter und so fort. Deshalb kann ich die nicht kennen. Aber das werden auch alle Stasi-Richter sein. Aber das ist eine andere Sache. Aber deshalb hätte ich auch gerne ein westdeutsches, alteingesessenes Büro oder Neuanfänger. Also das ist uns total egal, dass wir uns dann gemeinsam was aufbauen. Und das kann ich versprechen, dass es bei uns so viel, also ja, es hört sich vielleicht dumm an, vielleicht auch arrogant, aber wenn Sie mal 1 Million verdienen wollen im Leben, ne? Also bei uns verdienen Sie die, ne, David? Ja. Also da können Sie sich ja wirklich drauf verlassen. So, ja, das war's. Das ist gut, dass ich das auch nochmal gesagt habe, ne, Fede? Das stimmt. So, dann wollen wir mal aufhören, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Denken Sie über alles nach. Ich möchte hier nochmal warnen, halten Sie sich hier endlich an die Gesetze und setzen Sie nicht, uns nicht immer vor vollendeten Tatsachen und tricksen Sie nicht immer im Nachhinein rum, als wenn Sie denn keine E-Mail kannten und so und als wenn Sie nicht wissen, was die Polizei ist oder als wenn Sie nicht wissen, dass eine Tür geschlossen ist und dass Sie nichts in unsere Wohnung reinzusuchen haben und als wenn Sie nicht wissen, dass der Boiler zwar alt war oder die Therme, wie man das hier nennt, unten im Süden, dass die Therme zwar alt war, aber sie lief und sie war heil. Und ich habe das Gas nur abgestellt, weil mein Nova uns bezogen hat und der Gaszähler einfach weiter zählte. Und weil der über 2 Meter hoch ist und weil ich da immer schlecht ablesen konnte und mir das nicht angucken konnte und der immer fleißig zählte und dass ich ihn dann abgestellt habe. Also der Boiler war nicht kaputt, der Boiler wurde jetzt kaputt gemacht. Sie sind eingedrungen in meine Wohnung, sie sind mir dumm und frech gekommen, sie haben vorgetäuscht. Ich höre noch mal kurz auf.